Ja, mehr Beachtung hätte gern unser Freund von den täglichen Remscheider Nachrichten. Tele-DMW haben wir lange nicht gehabt, ne? Von Michael Westkamp. Gibt es immer noch, er ist immer noch wöchentlich auf Sendung mit seinen aktuellen Nachrichten aus der Stadt. Er ist immer noch weit weg von den 1000 Abonnenten, er ist jetzt bei knapp unter 700. Und seine Clips haben meist so Aufrufe im zweistelligen Bereich, aber er macht munter weiter und lässt sich nicht beirren. Ist ja auch irgendwo bewundernswert, ne? Vielleicht sind manche Leute auch einfach verstört von der Präsentation seiner Nachrichten, denn selbst wenn es blutig wird, hat er immer noch den Schalk im Nacken. Eine Wohngemeinschaft endete fast tödlich. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer und einer anschließenden Messerstecherei erlitt ein Mann am Donnerstag, dem 2.9.2021 gegen 18 Uhr schwere Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zwei Männer in ihrer gemeinsamen Wohnung an der Bornefelder Straße in Streit. Der Streit und die daraus resultierende körperliche Auseinandersetzung verlagerten sich auf die Straße, wo ein 41-Jähriger mehrfach mit einem Messer auf seinen 37-jährigen Kontrahenten einstach. Das lebensgefährlich verletzte Opfer musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Tatverdächtige ließ sich vor Ort widerstandslos von der Polizei festnehmen. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal im Laufe eines Tages einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und der Mordkommission Bornefeld dauern an. Ja, was geht im Kopf dieses Mannes vor? Das fragt man sich wirklich. Er hat ja auch noch einen Zweitkanal seit geraumer Zeit, nämlich den Spaß-Power-Kanal. Dort gibt es dann sozusagen die wirklich witzigen Sachen zu sehen, unter anderem Pannen von seinen Nachrichtenproduktionen. Und was es da nun kürzlich zu sehen gab, ja, das hat mich endgültig irritiert zurückgelassen. Am Samstag, dem 30. Oktober 2021, verstarb gegen 13.40 Uhr die Mutter des Moderators vom Remscheider Fernsehen, die Brigitte Westkamp. Große Schwierigkeiten kommen jetzt auf mich zu. Sie wurde 73 Jahre alt und war immer ein gütiger Mensch. Deshalb wollen wir jetzt ein paar Sekunden innehalten und an sie denken. Ich habe noch ein schönes Foto von ihr. Ich werde sie Ihnen mal zeigen. Dort, wo wir immer den Spruch der Woche drehen, in Blankenberge an der belgischen Küste, war sie auch mal. Brigitte möchte sich von uns verabschieden. Sie war immer freundlich zu allen und hatte ein schweres Leben in den letzten Tagen, wo sie so schwer krank war und fühlte sich eigentlich nur noch zu Hause wohl. War immer großzügig und freundlich zu Gästen. Sie wird uns sehr fehlen. Mir auch.
Ja. Wir haben nicht den ersten Advent, aber für meine Mutter diese Kerze brennt. Kommen wir zu den Remscheider Meldungen. Am Montag, dem 25. Oktober 2021, erlitt gegen 19.10 Uhr ein Motorradfahrer in Lennep schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall. Jetzt lache ich schon wieder. Das gibt's nicht. Das gibt's gar nicht. Chilo DMV, Spaß, Power, Kanal. Ja, ich lasse es einfach mal so stehen und herzliches Beileid an dieser Stelle von uns. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.